Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, jetzt wo die Folge rauskommt, bin ich wahrscheinlich gerade schon auf dem Weg zu Gamescom. Oh, und ich bin so aufgeregt. Meine erste Gamescom und dann direkt alleine. Puh. Das wird spannend. Das wird sehr spannend. Ich muss ja sagen, ich weiß nicht, ich glaube, in meinen Videos kommt es nicht unbedingt so rüber mittlerweile. Aber ich bin eigentlich, wenn es um Öffentlichkeit geht und sich zeigen und sowas, bin ich dann doch eher ein bisschen unsicher. Ich muss auch sagen, wenn ich Star Stable streame, bin ich auch immer recht aufgeregt, weil da habe ich ja dann schon die Webcam. Das ist dann schon wieder was anderes für mich als ein Let's Play. Es gibt sich mittlerweile. Oh, Aufgabe abgeschlossen. Falsch, da müssen wir hin. Ernte dreimal rotes Futter. 500 Erfahrungspunkte und 750 Münzen. Nehmen wir. Ja, das sind einfach so Situationen. Ich will nicht sagen, die mich an die Grenze bringen. Das ist definitiv viel zu hoch gegriffen. Aber wo ich dann wieder merke, dass ich doch vom Typ her an sich ein eher ruhiger Typ bin. Und ich mir dann denke, oh Gott, hoffentlich blamiere ich mich nicht. Ich bin auch so jemand, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr ja das Gefühl, wenn man alleine unterwegs ist, ich fühle mich dann immer so extrem unsicher. Ich habe dann immer das Gefühl, wenn ich an Leuten vorbeigehe und die kichern, dann denke ich jedes Mal, was habe ich, irgendwie irgendwo einen Fleck oder was ist oder warum lachen die denn über mich? Ich beziehe das dann automatisch immer sofort auf mich. Das ist total nervig. So, ich baue jetzt übrigens immer Gras an, da haben wir nicht mehr so viel von. Aber ich werde es diese Folge nicht mehr ernten. Weil ich jetzt schauen muss, dass ich das hier noch aufnehme. Das ist das Letzte, was ich aufnehmen muss für heute. Ups, das war Mais. Naja, macht nichts. Und dann muss ich das nämlich noch schneiden. Und dann gucke ich mal, dass ich alles pünktlich schaffe. Jo, also. Pablo hat ein Level abbekommen. Ich würde mal sagen, wer hat denn alles hier? Pablo und Teddy müsste doch auch. Das ist doch jetzt schon groß. Da sieht man es. Er ist ja schon ausgewachsen. Ich würde sagen, wir schauen erstmal bei Pablo vorbei. Welches Level hat der Gute jetzt? Level 11. Na, wir dürfen es erstmal im Glücksrad drehen. Dann drücken wir jetzt die Hufe für die Diamanten. 246 sind es momentan. Ah, 5 Müsli-Riegel. Na gut, komm. Ist okay. Nehmen wir. Füttern können wir den Guten auch nochmal. Wirklich mit dem Creme de la Creme-Futter, was wir hier momentan zur Verfügung haben. So. 320 Erfahrungspunkte wieder. Ja, das ist natürlich schon ein netter Wert. Die schicken wir auch direkt wieder auf die Wiese. Und Max und Teddy bekommen auch noch Futter. Aber ich muss jetzt auch sagen, ich merke das jetzt. Gestern bin ich relativ spät ins Bett gegangen. Also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, vorgestern. Am Dienstag bin ich spät ins Bett gegangen. Am Mittwoch dann früh raus, weil Fabian dann zu Gamescom ist. Habe mich dann um die Videos gekümmert, dass das alles fertig wird. Habe mich um die Hunde gekümmert, war zwischendrin auch noch im Stall bei Romero. Habe mich um ihn gekümmert. Und jetzt muss ich eben gucken, dass die letzten Sachen noch fertig werden, die letzten Videos. Dass morgen alles wie geschmiert läuft. Jo. Ach, der ist süß. Nee, und dann. Also ich merke echt, das lässt nach. Meine Konzentration lässt nach. Ich bin jetzt so. Bettchen. Ach. Ich werde schauen, ich bin ja morgen auf jeden Fall bei Sims, für die Leute, die auch Sims und die anderen Sachen gucken. Übrigens, ich finde die Mähne beim Chat hier total knuffig. Finde ich schöner als beim Connemara. Und was ich auch mal noch anzocken möchte, ist Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Da hatte ich ja gestern auf Facebook schon gefragt, ob da Interesse dran besteht. Ist auch Interesse da von eurer Seite aus. Deswegen
möchte ich auch schauen, dass ich da mal reinschaue und dass ich auch mal mit denen spreche, inwieweit es aussieht mit Release und zeigen dann und so weiter und so fort, weil es eben, ich möchte es auch gerne wirklich auf dem Kanal bringen. Max ist definitiv schneller als das Shady. Ich würde sagen, das Shady leveln wir erstmal. Mit Max machen wir noch ein Rennen. Mit welches Rennen machen wir denn mit Max? Ach komm, gehen wir mit Max nochmal nach Japan. Sagen wir nochmal Konnichiwa. Konnichiwa, Max des. Ach, guck mal da, jetzt können wir uns auch... Ja, aber alles andere macht eigentlich keinen Sinn. Weil die Sprungfedern, ganz ehrlich, die verwirren mich nur. Dann springe ich eher zu hoch ab und knall irgendwo rein. Als dass es mir was bringt. Ah ja, ja, was soll das jetzt morgen werden? Das ist ja Wahnsinn hier. Fabi war heute auf der Gamescom. Komm fix und fertig nach Hause. Und ich bin jetzt schon fertig, obwohl ich noch gar nicht da war. Nein. Es sind ja wieder Unmengen an Leuten da. Das ist ja Wahnsinn. Und dann natürlich noch... Das ist sowieso schon immer, wenn du mit... Hoppala. Wenn du mit mehreren Personen in diesen Hallen bist. Diese Messen, die sind sowieso immer so... Luft. Die sind sowieso immer stickig. Und wenn es dann draußen noch so irre warm ist, dann wird es langsam brutal. Nein, apropos brutal. Der Kranz hat uns einfach ein Bein gestellt. Und der auch schon wieder hier. Könnt ihr mal aufhören, Gehfehler beim Max zu machen? Der bricht sich noch was. Nein! Ja, also die Grenze waren heute mein Verhängnis. Wie weit sind wir gekommen? Bis zu den Grenzen war es echt gut. 836 Meter. Oh mein Gott. Ist okay. Ist okay. Passiert. Kommt vor. So. Auch Max bringen wir dann auf die Wiese. So. Wie gesagt, ums Feld kümmere ich mich jetzt heute gerade erstmal nicht mehr. Was haben wir hier noch abgeschlossen? Laufe 12 Jagdrennen. Aha. Guck mal da, wir gehen immer weiter auf Level 26 zu. Ich freue mich. Das wird echt angenehm. Mehr Platz im Inventar, im Inventar. Mehr Boxenplatz. Mehr Box im Stall. Habe ich gerade gesagt, mehr Box im Stall oder mehr Platz im Stall? Wie gesagt, also ihr könnt mich heute echt in die Tonne treten. Ich bin absolut nicht mehr... so aufmerksam und konzentriert, wie es eigentlich sein müsste. So, ich würde auch sagen, wir lassen heute mal die Oase weg. Das wird heute wirklich eine kürzere Folge. Habe ich letzte Folge schon gesagt, dann war sie doch nochmal lang. So. Abäppeln. Janosch möchte geputzt haben in der Box. Dann macht man das doch auch gerade noch. Und dann müssen wir mal gucken hier, dass wir langsam mal zu mehr Zucht-Action kommen. Aber ich habe mir immer noch nicht die Rassen aufgeschrieben, die ich letzten Endes brauche für den Löwen. Also um auch die Rassen zu erzüchten, die ich wiederum brauche, um den Löwen zu züchten. Da muss ich echt mal noch gucken. Ihr beiden geht auf jeden Fall... So. In die Stunde. Na, 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 na. Gut. Komm, wir probieren mal unser Glück bei der Chantal. Vielleicht hat die ja schon Löwen. So, guck mal hier, wir streichen uns hier mal eben durch. Da haben wir Haffis.
Ja. Nee, also hier werden wir nicht fündig. Guck mal, immer noch eben in Frankreich. So, auch hier haben wir keinen Löwen. Schreibt es mir doch einfach nochmal in die Kommentare. Da gucke ich dann nochmal nach. So. An fürs. Ach, guck mal hier schön. Alle Ställe schon ausgebaut. Perfekt. So. Nee, aber an für sich. War's das heute? Oder habe ich jetzt noch irgendwas verpasst? Nee. Eigentlich haben wir alles, wenn wir die Oasen weglassen. Dann haben wir alles gemacht. Gut. Dann würde ich mich für heute von euch verabschieden. Es tut mir echt leid, dass die Folge nicht länger geworden ist. Und dass ich keinen besucht habe. Es wird wieder alles kommen, wenn sich der ganze Gamescom-Trubel gelegt hat. Das verspreche ich hiermit hoch und heilig. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag und wir hören uns dann morgen. Bis dahin. Tschüss.